Okay. Scheiße. Inzest. Was? Okay. Einfach mal ein Wort reingeschrien hier, ne? Score City, oh, mach hin, ich muss aufs Klo. Das Bier drückt. 3 Tage später. Neunundsechzig Minuten. Bock! Absolute Ehre. Ha! Hey, wo ist mein Pokédex-Eintrag? Wollen die mich verarschen? Wie bitte, Rose hat sich tatsächlich gestellt. Sachen gibt's. Das hätte ich nicht erwartet. Alter, hat die sich eingeschissen? Ey, guckt mal der. Sorry, ich guck den immer auf den Arsch. Hat die eingekackt? Die hat voll den braunen Fleck am Arsch. What the fuck ist hier los? Die hat Dünnschiss, Junge. Die muss mal Spendenziel für Klopapier machen. Ja? Oder neue Hose oder so. Oder sie hat ihre Tage. Dann zuppt das aber ganz schön, ey. Die freut sich, dich zu sehen. Alter, was ist das? Was haben die da mit ihrer Hose gemacht? Ja? Mit der. Das ist ja kritisch. WTF, ihr guckt euch das an. Das ist doch nicht normal. Das ist ja richtig kritisch. Ey, das sieht schon sehr komisch aus. Ja. Vor allem genau an dieser Stelle. Belastend. Irgendwie schon. Das ganze Chaos geht allein auf seine Kappe. Er war es schließlich, der Andy Nahles erweckt hat. Das ist ein sehr schlecht programmierter Schatten. Wahrscheinlich. Oh, ich habe geschlafen wie ein Kleinstein und gefressen wie ein Relaxo und geschissen wie ein UNRWA-Tütox. Okay, zu viel Info. Ja. Seit diesem Tag reden alle über nichts anderes. Ich bin so froh, dass es allen gut geht und alles gut ausgegangen ist und so. Ohne deine Hilfe und die von den Lekis hätten wir es nicht geschafft. Nur Deon scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu haben. Für ihn dreht sich alles um den Champ-Match-Gedöns gegen dich, das er heute nachholen will. Oh, darf ich dann endlich mal Champ werden, ja? Nice. Und das, obwohl er so schwer verletzt wurde, dass er sogar das Bewusstsein verloren hat. Aber andererseits kann ich ihn schon verstehen. Ich bin schon ganz hibbelig vor Vorfreude, euch gegeneinander kämpfen zu sehen. Euer Kampf findet natürlich im Score-Stadion statt, wo auch sonst. Auf geht's. Eingekackt. Leute, apropos eingekackt. Mein Bier ist leer und ich muss jetzt mal pinkeln. Das heißt, Klei geht's weiter, ja, holt wieder die Schlange raus und ja, bin gleich wieder da. Und dann werde ich hoffentlich noch dieses Jahr Champ. Ich habe jetzt noch 66 Minuten. Pock! Ey, wenn jetzt wieder irgendwas kommt, dann. Ich dreh durch, ne? Ich speichere erstmal. Man weiß ja nie, was ist, wenn ich auf dem Klo bin. Speichern! Jetzt wo ich sehe. Ich habe das falsche Datum eingestellt. Ja, das kann ich natürlich so nicht hinnehmen, ne? Das geht ja mal gar nicht. Ne? Schon besser. Okay. So, steht das jetzt richtig da? Ja. So, Leute, lasst uns die Schlange wirken. Bis gleich.
zu, Zeit für Bauchtanz. Nee, Spaß. Der ist auf dem Klo eingepennt. Alter, ich war eine Minute weg, halt's Maul. So. Ich weiß ja nicht, wie ihr pissen geht, aber die meisten Leute müssen die Hose aufmachen, bevor sie anfangen, ja? Und dann noch spülen und Hände waschen und erstmal zum Klo hinlaufen und wieder zurücklaufen. Wer das in 10 Sekunden macht, macht irgendwas falsch. Ja? So. Ja. Okay. Giftdrache. 950 Kilo, halt's Maul. 20 Meter, ja, immerhin. Nein, müssen Sie nicht, siehe die eine Frau. Also das sah schon ein bisschen komisch aus. Wenn du nie eine Hose anhattest, muss doch keiner ausziehen. So. Leute. Was mit meinem Team? Geheilt? So, ich hoffe, jetzt kommt wirklich bald mal das Champ Battle. Mit was fange ich an? Die Frage habe ich mir vorhin schon gestellt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie hoch der gelevelt ist. Also mit meinem Starter auf keinen Fall, weil Klura kommt später noch, das ist klar. Das wird sein letztes sein. Ich weiß nicht. 59, das ist ein Mittel. Also die 59er, ich weiß halt nicht, womit der anfängt, da würde ich die auch nicht nehmen. Entweder den. Oder den. Die sind schön hoch. Also einen von den beiden. Damit ich keine Probleme krieg. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Okay. Kack der einfach ein. So geht's natürlich auch. Okay, Leute. Ich hoffe, heute ist der Tag, wo wir endlich das Spiel durchspielen und Champ werden. Endlich ist es Zeit für das Finale. Das ist Challenger Mulai. Am Start. Ja. Ich bin schon ganz heiß. Wohin willst du fahren? Ich will zum Stadion. Wehe, jetzt meint wieder einer aufzumucken. Mir platzt der Arsch. Ja, in der Zeit habe ich fast den Pokédex voll gemacht. Jetzt ist aber auch mal Ruhe. Ja, jetzt ist aber mal Ruhe hier. Ja? Halt, stopp, jetzt rede ich. Kriegst du ein Autogramm? Nein. Kriegst du höchstens eine leere Sterni-Dose. So, darf ich jetzt oder was? Willst du ihn herausfordern? Ja! Zieh deine Uniform an. Gut, gut. Ich mach. Leute, es geht wirklich mal los. Ach du Scheiße. Na da. Dejan, du bist unser Champ. Los, Mulai. Schnauze! Ich hab noch nicht gewonnen. Ballern kannst du, wenn ich gewonnen hab. Leute, es geht los. Es geht wirklich los. Wobei, so weit waren wir vorhin schon mal. Puh. Meine Kämpfe sind ja immer ausverkauft, aber so ein begeistertes Publikum hatte ich noch nie. Das liegt sicher daran, dass alle wissen, was du vor 3 Tagen geleistet hast. Du hast Andy Nalos gefangen und die Zukunft der Gala-Region gesichert. Du hast an der Seite der legendären Pokémon gekämpft. Das macht dich zu einem waschechten Helden und einem wahrhaft würdigen Gegner. Ich habe dich entdeckt und dein volles Potenzial entfesselt. Das ist eine Leistung für sich. Wenn ich es jetzt noch schaffe, haushoch gegen dich zu gewinnen, wäre das der ultimative Beweis meines Könnens als Champ.
Dann mal los, Mulai. Liefern wir uns einen Kampf, der in die Geschichte der Gala-Region eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, der die Zukunft Galas für immer verändern wird. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen. It's Champ Time. Ich habe noch 57 Minuten, dann ist es ja rum. Das könnten wir schaffen. Endlich. Der ist ein bisschen nervös, oder? Champ Deion fordert dich heraus. Oh, er haut sogar seinen Umhang weg. Okay. Du Gott, Alter. Ach du Scheiße. Okay. Sternburg, gib mir Kraft. Und gib mir Fingernägel, dass ich es aufkriege. Leute, dann wollen wir mal. Gleich kommt Hopp. Alter, nein. Jetzt geht's schon los. Okay, er hat einen Durengard. Krass. Okay. Ich bin schon mal schneller. Sehr effektiv. Das war sehr effektiv. Was anderes habe ich natürlich nicht erwartet. Jo, Angriffsmodus. What? Alter! Mit sehr effektiven Attacken werde ich mir den Sekunden. Alter, der ist 62! Warum zieht denn das jetzt wieder so an? Wir sind quasi gleich auf. Und das ist sein erstes. Sein Klorak ist dann bestimmt 65 oder so. Ach du Scheiße. Töte es! Gut. Der wäre schon mal weg. Alter, ich glaube, wir sind jetzt an der Level. Okay. Na gut, die leveln gerade. Aber passiert halt in dem Kampf. Junge, what the fuck, that damage. Ich glaube, diesmal muss ich Steine maximieren. ja. Ja, moin. Maxas. Das ist schlecht. Das ist ja richtig kritisch, ey. Scheiße, was mache ich jetzt? Der rastet ja komplett aus. Bäh! Kling! So, wir machen den Eisstrahl. Das ist sehr effektiv. Und der ist schneller. Schlecht. Das ist scheiße. Ah, nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wer von den beiden schneller ist. Keine Ahnung. Und Knuddler trifft da immer nicht. Ja, moin. Er ist schneller. Schlecht, schlecht, schlecht. Der nimmt dich. Ich merke schon, scheiße. Der nimmt mich ab, Mann. Boah, wie kriegst du das Vieh tot? Shit. Der rastet ja komplett aus, der Boy. Was passiert hier? Nicht so tief, Rüdiger. Boah, Schnabel. Jetzt macht er auch noch Wutanfall. Will der mich komplett verarschen? Aber das ist gut, der verwirrt sich dann. Oh, ich brauche mehr Schaden.
Ich glaube, jetzt ist er schon verwirrt. Ey, greif dich bitte selber an. Ich habe ja echt Probleme gerade. Er ist immer noch nicht verwirrt. Warum nicht? Das ist doch Mob. Oh, schläft aber noch. Geil. Jetzt ist er verwirrt. Na, jetzt ist er eh tot. Holy fuck, Alter. Der rastet ja komplett aus. So, Katapultra, what? Stimmt, das hatte noch niemand, ne? Ah, scheiße. Oh, das ist auch schlecht, weil die, die ich benutzen könnte, sind schon tot. Den kann ich nicht nehmen. Das ist echt Mobbing gerade. Das ist halt richtig Mobbing. Dich brauche ich später noch. Ich muss dich jetzt nehmen, was soll ich tun? Ja. Braucht den Tiefschlag oder so. Krass, dass der das hat. Aber stimmt, irgendeiner muss es haben. Es hatte noch keiner. Schaden, Mann. Oh, der kann doch noch Blitz. Ja, moin. Der hat ja gegen alles was. Du Scheiße, ey. Ich kann ihn nicht besiegen mit meinem Vieh. Wartet mal. So. Ich mache eine Kehrtwende. Machen. Okay. So, was machst du jetzt? Donnerblitz. Gut. Mobbing, ey. Das macht null Schaden. Hubball, ja moin. Oh nein, er senkt auch noch meine Spezialverteidigung. Der rastet komplett aus, der Champ. Kein Wunder, dass der umgeschlagen ist. Nein, du Sau! Er nutzt seine Heal-Items. Mach ich jetzt aber auch. Hi. So. Der rastet echt aus, Leute. Nicht schlecht, der Boy. Ja, mein. Das ist zu viel schneller. Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Ja gut. Scheiß Debuffs, ne? Der wird jetzt Spukball einsetzen, richtig? Problem ist, ich kann ihn nicht angreifen. Hä, das wirkt bei mir? Hä? Was hab ich denn gerade geraucht? Warum funktioniert das?
Habe ich gerade einen Denkfehler? Was hat denn das Vieh für eine Fähigkeit? Seit wann kann mich das treffen? Oder ist es nur so, dass Kampfattackengeist mich treffen? Ich dachte, das ist beide Seiten. Bin ich jetzt dumm oder liegt das an der Fähigkeit? Scheiße, dann hat der Wechsel 0 gebracht. Geist trifft Kampf. Echt? Ich dachte, das trifft auf beide Seiten nicht. Shit. Kampfattacken haben auf Geist nur keine Wirkung. Achso. Dann hatte ich einen Denkfehler. Shit. Scheiße, das macht es jetzt natürlich belastend. Dann, da muss ich den Switch einfach nutzen für den Heal, weil alles andere bringt mir nichts. Weil der verreckt jetzt. Okay, schade, Schokolade. Ich hätte jetzt im Kopf gehabt, dass das auf beides zutrifft. Aber bei normalem Geist ist es so, ne? Bei normalem Geist ist es so. Schlägt sogar noch Müll. Boah, bringt mir nichts. Ich kann nichts machen. Ich könnte wieder wechseln, aber dann krieg ich wieder aufs Maul. Ist halt auch dumm. Wartet mal. Machen wir jetzt das hier. Boah, ich habe noch 46 Minuten. Super, das hat fast keinen Schaden gemacht. Und durch Überreste heile ich mich sogar wieder. Gut. Jetzt aber. Jetzt wird zurückgeschossen. Ja. Geh weg mit deinem scheiß Donnerblitz, Alter. Tankste. Haus weg! Gut, okay. Dann, aber durch solche Fehler wie gerade mit dem Kampf und Geist, das merke ich mir. Das vergesse ich jetzt nicht mehr. Ja. So, Kaakto, danke fürs Überleben. Auch wenn du nicht angegriffen hast, aber YOLO. So, was kommt jetzt? Ronjo, what? Oh, okay. Scheiße. Der kann bestimmt auch wieder auf solche Drecksattacken. Mit dem man nicht rechnet. Jo, Müll. 64 als Maul. Alles klar. Oh, bitte triff. Wobei, dieser Präzisionsschuss trifft immer. Ja. Yes! One hit. Guter Starter, braver Junge. Gortrum, was ist ein Gortrum? Was war ein Gortrum? Gerade kein Gesicht im Kopf. Was könnte das sein? I don't know. Du hast noch volles Leben. Ich wechsle dich mal ein. Das ist Chimpeps letzte Entwicklung. What? Oh, das ist ja cool. Ja, tatsächlich. Okay, mit dem hatte ich nicht so viel zu tun. Dann hat er das ja wirklich ins Team genommen. Das ist ja cool. Weil da hat er am Anfang das traurige Chimpep genommen. Und der hat das wirklich hochgelevelt. Ehrenmann. Richtig cool. Oh, ja, dann passt das ja gerade. Richtig cooler Junge. Das ist geil. So, gleich mal vergewaltigen, ne? So, ich mache ihn jetzt groß, Leute. Und hoffe, dass mein Feuer reinballert. Dreifache Super Saiyajin!
Ja, er hat lange Frisur, ne? Zu langsam. Komm, one hit, one hit, one hit, one hit. Peace, peace, peace. Und ein Crit. Ein Volltreffer, nicht schlecht, Challenger. Ich habe noch 42 Minuten, um Champ zu werden. So, was jetzt? Klurak, jetzt wird's hart. Jetzt kommt die Edelnote. Okay. Mein Champ-Time ist noch nicht vorbei. Das lasse ich nicht zu. Kommt sein Giga Dynamax Klurak Sugoi. Ja. Ich zeig dir, was Klurak drauf hat. Mach mal, mach mal. Bin gespannt. Klurak ist mein Lieblings-Pokémon. Boah, geil, Mann! Das ist echt cool. Kennt man ja aus dem Trailer. Holy shit. Guckt euch den Boy an, Alter. Richtiger Jomöhn. Richtig cooler Typ. Alles klar, muss los. Ja. Der zerfickt einfach. Scheiße. Er hat mich einfach rausgenommen wie eine Kartoffel. Ja. Alter, Scheiße. Ja, er nimmt Schaden. Oh, Level 65. Wird man behaupten, das ist eines Champions würdig. Ich muss jetzt irgendwie auf Zeit spielen, Mädels. Schauen wir mal, ne? Also, wir haben Typ Stahl. Wir haben keine Chance. Klar. Weil wir müssen irgendwie diese zwei Runden rumbekommen. Ja? Also egal was ist, nicht nach unten gucken. Er rastet komplett aus. Ja, er gibt mir so hart. Giga Feuerflug. Wurmwind. So bitter. Er frisst nur noch Schaden durch Sandsturm. Okay, ich nehme das langsamste Pokémon ever. Shiny Bock. Langsamer geht nicht. Ja. Dann nehmen wir den Zug einfach für einen schönen Heal. So. Das ist mal ein schöner Top-Trank, ne? Er hat bestimmt auch noch einen Top-Trank. Scheiße. Top genesen. Oh, der ballert, Junge! Nicht so tief, Rüdiger! Erstmal entscheiden, welches. Wie der nur Schaden dadurch frisst. Okay, Starter-Time, Leute. Ich muss gewinnen. Ich muss irgendwie gewinnen. Komm, Junge. Ich hab dich gebrütet. Und lieb gehabt, obwohl du hässlich wie die Nacht bist. Ich hab dich akzeptiert, weil es kommt auf die inneren Werte an. Du hast immer brav gekrittet, brav gewonnen hittet, immer getroffen, immer schön ins Gesicht, schön weggespritzt. Tu es noch einmal für mich. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Triff, 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 triff. Sieht gut aus. Schön in die Fresse. Ehrenstarter, Junge. Ja? Guter Mann. Ich hab gewonnen. Aber holy shit, Alter, wie der Typ ausrastet. Alles klar, muss los. Ja?
Junge, vor allem wie das Level auf einmal wieder ansteigt. Das war's mit meiner Champ Time. Danke für den besten Kampf meines Lebens. Jetzt übertreib mal nicht. 15.600 Poké-Dollar. Jammern. Leute, ich hab gewonnen. Seid doch stolz auf mich. Jo, Spiel gecrashed. Scheiße. Was ist denn jetzt los? Hallo? Rüdiger? Ah ja. Pog! Carpador Pog! Oh, die Mutti war sogar dabei. Mein Glückwunsch. Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu besiegen. Damit gehört der Titel dir. Du bist wirklich ein sensationeller Trainer. Und dafür sollst du gefeiert werden. Wo ist jetzt das Feuerwerk da draußen, ihr Pisser? Ja? Jetzt, da du so stark geworden bist, ist es an der Zeit, dass ich selber an die Zukunft denke. Auch wir Erwachsenen sollten die Gegenwart mit Blick auf noch zukommende Zeit... Oh, Alter, das geht immer so schnell. Versprich mir, dass du so weitermachst. Glaub an dich und glaub an deine Pokémon. So kannst du die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Bewohner von Gala, ihr alle seid gerade Zeugen der Geburt einer neuen Legende geworden. Mulai ist euer neuer Champ. Oh ja. Ich hab's noch 2019 geschafft. Geil. Puh. Lasst uns gespannt verfolgen, in was für eine Zukunft er uns führen wird. Pokémon Schild. Okay, Leute, ich hab's durchgespielt. Zumindest die Hauptstory. Wo ist die scheiß Ruhmeshalle? Halsmaul, als ob die fehlt. Rock'n'Roll. Geil. Alter, das ist ja mega cool. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Credits, Pock. Wartet. Champ Pock. So, jetzt weiß es die ganze Welt. Leute, ich bin Champ. Was los? Ja? Ah, schön, schön. Draußen hörst du es nur knallen. Da ist irgendwie Dresden 45. Keine Ahnung. Silvester und so. Ja. Ja, Pokémon Schwert und Schild. Was ein Game. Was ein Game. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ist mega geil und mega scheiße zugleich. Das habe ich so bei Pokémon noch nie erlebt. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Trotz des ganzen Hates. Ich finde die neuen Pokémon super. Ne? Ich sag nur sowas wie Orgel. Einfach nur geil. Ja, es gibt ganz wenige, wo ich sage, so, die meisten sind einfach mega cool. Ja, auch die Charakter, so ein Hopp und so, ich fand den voll in Ordnung. Der hat, das war der erste Rivale, der wirklich mal eine Charakterentwicklung hatte. Der hat Pokémon ausgetauscht, der hatte ein Tief, der war mega Depri und hat sich aber wieder hochgerafft. Das war Charakterentwicklung, das fand ich mega gut. Ja, auch der Champ war einfach nur cool drauf. Ja, kann man nicht meckern. Das Spiel an sich, die Städte, die Routen, passt mega cool. Die Idee mit der Naturzone, mega geil. Ja, was halt scheiße ist, sind so Sachen wie die Lecks in der Naturzone, keine Ahnung, dass irgendeine Alte sich gerade in die Hose geschissen hat, wobei das schon lustig war, aber ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Oder wenn man Leitern hochklettert, dass das Spiel einfriert oder dass Sachen aufploppen, das geht voll allen richtig auf den Sack. Dieses Geleck in der Naturzone geht auf den Sack, dass angeblich die Shiny-Hand-Methode buggy ist, aber keiner weiß es so wirklich. Das sind so Sachen, die sind schon scheiße. Muss man sagen. Vielleicht gibt es eine Erweiterung und dann ist alles gefixt. Aber sowas hätte man halt gerne im ersten Spiel und nicht ein Jahr später in einer Bonusversion. Ja, ja. Es gibt wieder Orden. Feier ich. Es gibt wieder dieses Liga-System.
Ja, dass das so mal ist wie im Anime, sag ich mal, ja. Übelst geile Idee. Richtig cool. Ja, es gab ein Turnier, um Champ zu werden. Richtig geil. Ja, was scheiße ist. Nee, fangen wir anders an. Was auch noch geil ist, war bis zum sechsten Orden die Levelkurve. Du bist dauerhaft underleveled. Das war richtig cool. Das habe ich so noch nie erlebt, dass die immer. Die wilden Pokémon sind einfach 8 Level höher manchmal. Denkst du so, hä, was ist denn hier los? Ja. Und ja, dann die Story. Also diese Story, ich weiß nicht. Also die Routen sind viel zu kurz, ne? Erst bis der erste Orden kommt, dauert es gefühlt ein Jahr. Und dann kommt der zweite Orden sofort danach, der dritte sofort danach und immer so weiter. Da hat man das Gefühl, es fehlen einfach Routen, ja? Und diese Story jetzt am Ende, wo auf einmal hier die Assistentin kommt, das macht einfach null Sinn. Das ist richtig schlecht geschrieben. Also, ich weiß bis jetzt immer noch nicht, warum der böse ist. Es macht einfach keinen Sinn. Ja, weil er nicht warten kann, weil gerade der Cup ist und er hat es eilig. Macht überhaupt keinen Sinn. Die Story, danke an alle, jo, Ehre. Also, was das am Ende angeht, das war richtig schlecht. Das habe ich so noch. Alles klar. Das ist wieder cool, ja? Also, das Ende der Story war scheiße. Ist ja nicht so, dass Pokémon schon mal eine Story hatte. Aber die war schon schlecht. Also, es gibt viele coole Sachen, es gibt aber auch viele schlechte Sachen. Ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel und werde es auch noch weiterhin haben. Ja. Es ist ein cooles Game, aber es gibt Sachen, die hätten nicht sein müssen. Ich würde trotzdem sagen, Kaufempfehlung, ne? Pog! Junge, Champ donated 1 Euro. Das ist Alert, Alter. Dankeschön, Mann. Dankeschön. Leute, hat sich jetzt das Intro geändert? Guckt mal, das sind ja meine Shinies. Was ist hier los? Ja, geil, ne? Absolute Ehre. So, kurz mal WhatsApp. Das ist auch so ein Punkt, den ich übelst cool fand. Die haben mit dem Intro nicht gespoilert. Gen 6 und 7 fand ich richtig schlimm. Da hast du Mega-Entwicklungen gesehen, Storyverläufe, Pokémon. Das war hier gar nicht, ja? Hey Marshadow, was geht ab? Du hast hier einfach nur die Arena gesehen mit dem Logo und das Intro hat dich null gespoilert. Das ist mega cool. Das ist echt eine schöne Sache, ja? Auch, dass es neue Shiny-Dinger gibt, die aber auch wieder verbuggt sind. Das ist cool und scheiße zugleich, ne? Also, das Spiel hat Schwächen und Stärken. Jo. Ich kann es verstehen, wenn man es hatet. Ich kann aber auch verstehen, wenn man es geil findet. So, was ist denn hier los? Jo, mein, ne? Leute! Ich bin der Champ und ihr so? Oh, es klingelt. Scheiß GZ, versteckt den Fernseher. Ja. Oh nein, die Oma! Du hast es geschafft! Du bist der neue Champ, GZ! Hier, für dich, zur Feier deines Titels! Oh, na endlich! Das wollte ich auch noch ansprechen. Wo ist der scheiß Meisterball? Ja, endlich kann ich Shinies handeln. Pog! Der beste Ball! Varius Unterhose Deluxe. Aber Professor, Sie hätten doch nicht extra herkommen müssen. Den kann man doch auch mit der DHL verschicken. Nee, nee, das geht nicht. Der ist wertvoll. Mula hat so viel für uns vollbracht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Die Wunschsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Entinalos. Als Entinalos erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Gala einer Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber Mulay und die anderen haben uns alle gerettet. Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galas.
Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Oh, mein Rücken! Scheiße, ich sterbe! Also dann, Mulai, leb dein Leben und mach scheiß Song Request endlich an. Ich muss jetzt aber los! Ciao, Oma. Alter, die Frau. Ja. So, kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Taten des Liga-Präsidenten macht. Leute, hier ist was los, ey. Ja, moin. Oh, geil! Die Gerüchte sind wahr, das hat mir Rick mal erzählt. Ich hab endlich, das ist auch so ein Punkt, Soft resetten. Jo, erstmal speichern. Oh, Leute, ich muss einen Screenshot machen. So lange habe ich gebraucht. Okay.